Hast du den umlackiert oder wie? Ich habe gar nichts umlackiert. Warte. Wenn ich ihn finde, wenn ich ihn finde. Was ist denn das, was der geladen hat, der Fliegel? Zuckerrübenschnetzel, Sagst aufteilen. ja, in jedem Stall 5000 Liter oder so. Ein Das zieht mit Akkuliner der von Unter. Kröger haben wir noch. Kröger. Ach so, der. Ah, der steht oberhalb von die Schweine. Ich fahr mal kurz dahin. Ja, aber der ist voll, das kann ich dir sagen. Ich weiß nicht Dann. mit was, aber der ist voll. Der ist wahrscheinlich auch mit Zuckerrübenschnetzel voll. Ja, dann nimm doch den dreiachsigen großen Drehschemel. Ja, mache ich auch. Da ist noch ein bisschen Biertreber drin. Ja, ein bisschen. Den kriegen die Schweinchen. Ist der Drescherfahrer eigentlich schon unterwegs? Lega. Aha. Ja, ich muss hier mal mit den ganzen Maschinen ein bisschen aufräumen, aber immer unterwegs und dann da und dann schnell, schnell das Wichtigste machen. Wie sieht es eigentlich mit dem Kontostand aus? Oh, der sieht gut aus. Saftig. Im Minus. Da den kleinen Drehschemel, den könnten wir uns auch noch holen, oder? Nee, ich würde jetzt anhängertechnisch nichts mehr machen. Den habe ich nämlich auch gerade erblickt, wo der steht. Ach so, du meinst jetzt zu mitnehmen? Ja, einfach hinten drauf hängen und dann beim Feld stehen lassen. Ja, ich fahre erstmal den einen hier zum Feld. Okay. Falls der Bäcker gleich da ist, dann kann ich den zweiten noch anhängen und holen. Ich bin mal nur ganz schnell kurz telefonieren, dann können wir loslegen. Alles klar. Warum haben wir jetzt eigentlich vier Fendt? Ja, ich weiß auch nicht, ich wollte eigentlich ihn schon dir kaufen, aber ja. Der große war im Angebot. Ja, der Oder? 926, was wir da haben, der war im Angebot. Der große nicht? Doch, doch, der ganz große dann auch, aber das war nochmal deutlich später. Das war, wann war das? Das war an Ostern, wo ich gar nicht da war. Schreibt mir der Lona Ja. so, soll ich dir den Schlepper für dich reservieren? Der ist im Angebot. Mit IFKUS-Display und alles drum und dran. Und dachte ich, ja, ich will einen mit Display, der muss her. Und dann, ja, als ich wieder kam, stand er auf dem Hof. Zu welchem Feld fährst du? 48. 48. Da ist die obere Hälfte Ja, hat er, ja. reif und die untere Hälfte nächsten Monat. Okay. Haben wir sonst noch was? Bei mir hat die Feld Map noch nicht. 147. Was steht da drauf? Bei mir hat die Map Gerste. noch nicht ganz geladen. Gerste. Und eine Mission auf Feld, was, 68, glaube ich, habe ich auch noch angenommen. 68. Wo ist denn das? Da. Ja, guter Schlag. Ob Werden wir man auf das alle alles Fälle. heute schaffen? Boah. Wird sehr, sehr sportlich. Vor allem, wenn der Drescherfahrer alleine ist. Ja, dann kann ja ich auch Dresche fahren. Ich habe ja ein bisschen Erfahrung. Ja. So, und was mache ich jetzt? Sind alle Ställe 5000 Liter drin, bis auf den einen mit dem Dach, also wo die Ablagestelle innen ist, und ich habe noch 10 im Kipper. Dann kippt die 10 in den vordersten rein. Okay. Weil in dem vordersten und dem hintersten, da passen mehr Schweine rein. Das heißt, da kann man auch Ja. mehr Futter reinpacken. Warum fährst du mit Gewicht?
Du, das war dran aus dem Wald. Ja, runter damit. Das ist ja fast ein Verbrechen. Warum? Das muss man anzeigen. Hallo? Skipper fahren mit dem Gewicht. Das ist wirklich ein Verbrechen. Ich meine, gut, wenn es wie es beim Onimog war, der große Flügel und dann geht der Onimog vorne fast in die Höhe, dann passt es ja, aber so ein Dreischemel mit Frontgewicht und noch dazu so ein großes. Ich lasse es dran, ich bin faul. Hast du schon mal einen Traktor mit Frontgewicht mit einem Kipper gesehen? Ja. Ich noch nie. Dann muss ich noch ein bisschen öfters in der Gegend rumschauen. Ja. Nee, mit Schlepperdreieck schon, aber mit Frontgewicht ist mir noch nie einer in die Finger gekommen. Ja, gut, Mess. Silien ist wieder eine andere Sache, aber wir reden ja vom Getreide. So. Wird der Mais eigentlich gedroschen oder gehäckselt? Das meiste wird gehäckselt. Ich will noch einen Stall bauen, ich will noch zwei Fahrsilos bauen. Wir Das expandieren. heißt, ja, wir brauchen noch, glaube ich, 800, 900.000 für den Bau. Was ist jetzt erntereif? Du hast gemeint, die untere Hälfte ist nicht erntereif. Ich dachte, der Hafer ist noch nicht fertig. Nee, nee, der Weizen ist noch nicht fertig. Okay. Soll ich den Flügel ganz ans andere Ende stellen? Oder Mach einfach mal, dazu? ja. Naja, fahr einfach mal hin da. Wir müssen diesmal nicht mit 515er Fendt hinterherfahren und dann feststellen, ach, der Drescher fährt schneller wie wir. Mir hagelt es gerade wie die Sau. Was? Hagel? Richtig extrem. Wo bist du zu Hause? Bin nicht so weit weg von dir. Ja, der Von könnte mir? auch zu dir kommen, Mais sein. Ja, fast. Von mir? Wo bist du zu Hause? Am großen See. Genau. Wo? 40 Kilometer nördlich vom Bodensee. 40, 50, sowas. Wo waren der nochmal? Nee, ernsthaft jetzt, wo waren der nochmal? Wisst ihr, das schneide ich nicht raus, gell? Ich bin auch dafür, dass das drin bleibt. Was, du nimmst auf? Ja. Zürich, Stuttgart. Ja, da komme ja ich nicht hin. Sehe ich so aus, als komme ich ans andere Ende der Welt? Ja, ist ja fast so. Viel ist nicht mehr übrig hier. Gehören die Felder da auch jemand? Was? 50, 51? Nee. Ja. Ist auch alles reif. Müssen wir kaufen. Nee, da hat bestimmt irgendjemand anders die Mission. Andreas oder der Herr Bäcker. 50 oder 51, glaube ich da. Nicht? Ah, doch, 50 habe ich. Müssen wir kaufen.
Da reicht unser Geld eh nicht. Wer ist nochmal der rosane Hof? Der mit dem Rosa haben wir doch gar ganzen nicht mehr. Wald. Sicher, irgend so ein Rosa. Hübs war zeitlang rosa. Der Schweinehof. Ach so. Ich dachte mir schon, wie du mal auf die Map geschaut hast, hat uns wer unser Waldstück weggekauft. Ach so, nee, Das nee. zwischen Hoffläche und 37. Nee, das war einfach nur, dass die niemand anders kaufen kann. Weil ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber die Bäume, die original auf der Karte sind, Ja. wenn man die zum ersten Mal fällt, da gibt es so eine Fichte dann irgendwie, ich habe den genauen Wert schon wieder vergessen, aber 7000 Euro. Und wenn du die nachpflanzt und wachsen lässt und lässt dann wieder groß und du sägst und verkaufst und dann kriegst du nur noch 3,3, 3,4. Okay. Soll ich mit der Randpalmbresse gleich hinterherfahren? Nein. Nein, kein Freund davon. Mach mal dann im Anschluss. Die Frage ist eher, dass wir noch einen zweiten Drescher holen vielleicht, oder? Steht bereit? Steht bereit. Ja. Was, der Dominator? Mit dem Mega. Der Mega. Wo steht der? Bei mir am Hof zwischen Schweinestall und Maschinenhalle. Dominator? Dominator steht noch in der Scheune. Ja. Ja, ich musste mir gerade was suchen, wo ich hinsprengen kann. Der Mega. Ah, der Mega. Was ist der Mega größer als der Dominator? Ein bisschen, ja. Ja, das ist ein 108er. Und der Mega ist ein 200er. Blechermäher schon nur mit Beschleunigertrommel. Okay. Ach, Hühner hast du jetzt auch. Ach, da stehen Bäume. Cool. Nächste Hofabstimmung, muss ich, glaube ich, noch ein paar Upgrades auf dem Hof einbauen, dass es das irgendwie was wird. Wie voll bist du gerade so? 60%. 0%. 60, das reicht ziemlich genau bis zu diesem Traktor da. Habe ich gut hingestellt. Ja. Der fährt nur 22. Das scheint weit. Auf dem Feld hast du dann wieder keinen Nachteil. August haben wir es jetzt. Arsch, blöd. Oder? Na, oh. Nein, doch blöd. Viel zu spät. Für was? Für die Hirse. Ja, nee. Mach mal Wie dies war hier nicht eigentlich da der nochmal. Ertrag? Nicht so. Also da kam nicht wirklich viel bei rum. Wegen der Fruchtfolge oder warum war das? Nee, die Hirse gibt allgemein nicht so viel aus. Also das mache ich nicht nochmal. Wir hatten ja zwei Felder. Und das Ja. hat beides zusammen 59.000 Liter ausgegeben. Also ist alles noch exakt 1:1 bei uns im Lager. Ich habe nichts verkauft. Ja, das passt eh. Oder nicht? Naja, 30.000 Liter für, wie viel ist denn das? Hirse? Also Öl Nee, ist die jetzt so der Schärfahrer. Espresso. Ja, Bestpreis ist 4,3 aber. Hektar. Ja, aber
So als Zwischenfrucht halt, wenn du nächstes Jahr eben Eis drauf machst. Und statt dass man sie untergrubbert, kann man sie halt dreschen. Das war eigentlich mein Hintergrundgedanke. Ja. Dass du den Boden nützt und nochmal Geld rausholst. Und hier ist sie deswegen, weil es das einzige ist, was man da noch anbauen kann. Genau, aber das geht jetzt nicht. Ja, leider. Ich kam halt, also das ist auch so ein bisschen der Hintergrund. Ich kam nicht dazu, im letzten Herbst irgendwas anzusäen. Ich habe alles im Frühjahr, im März gesät oder säen lassen. Ich habe es zeitlich nicht mal geschafft, die ganzen Felder vorzubereiten, gruppern, pflügen und das ganze Sach. Ja. Über den Winter, also das habe ich auch erst im Frühjahr dann gemacht. Wegen den Zuckerrüben. Und was hast du da jetzt gemacht? Hast du da Gülle drauf gefahren oder Dünger oder Mist? Auf die Zuckerrüben. Ja. Hauptsächlich Dünger. Also Mineraldünger. Genau. Ja, weil ich habe gestern geschaut und da sah es so aus, wie wenn du mitten im Gülle fahren wirst. Ich habe auch Gülle gefahren, aber... Ich habe dann so überlegt, soll ich Mist drauf fahren, weil... Ja, Gülle fahren, Mist fahren, wir haben gerade so viel Mist, habe ich mir gedacht. Aber dann habe ich es doch gelassen und habe ein paar Ballen eingesammelt. Ja, nee, das war definitiv gut. Zwecks Performance. Bist du schon ganz leer? Ja, ja. Achso. Stimmt, das war der Schnellabbunker-Drescher hier. Fährst du dieselbe Bahn zurück oder fährst du rundherum? Ich fahre außenrum. Okay. Stroheplage. Da ist. Also in erster Linie habe ich Feld 53 und 58, glaube ich, Gülle gefahren. Das gehört ja nicht mal uns. 53 und 48. 48? Ja, ja, gibt's denn. Genau, weil, ja, Feld 6 hoch, klar, kann man machen, aber das ist halt so weit weg. Das war schon so ein bisschen mit Kalk fahren. Vom Kalkwerk zu Feld 6 rüber. Ja, ich wollte nämlich dann auch gestern noch Dünger streuen auf Feld 6. Aber ich habe irgendwie keinen Dünger gefunden. Ja, ich habe den allen verbraucht. Ich habe vorher selber ein bisschen was gekauft. Guten Abend. Guten Abend. Hi, hi. Get it loaded. Ja, wir haben schon angefangen. Okay. Was braucht ihr noch? Eigentlich ein Abfahrer würde reichen. Maschinen haben wir eigentlich soweit aktuell da. Okay. Nee, ich würde sagen, einen dritten Drescher. Wie würdest du das noch wegbringen? Der will, dass ich hier überfordert bin hier. Das geht schon. Na, also Fahrzeuge hast du da, ich brauche bloß hinspringen und... Genau. Okay, cool. Ich fahre die Bahn hier noch fertig und dann komme ich zu euch. Ich fahre mal dem Herrn Becker hinterher. Ich glaube, der hat ein Problem. Ich bin bei 60%. Fährst du jetzt mit dem Fendt von unten? Ja, der, wo schon was drauf hat, genau. Ja, so würde es eigentlich funktionieren, wenn du einfach die Traktoren rund ums Feld ein bisschen verteilst
Und der, jeder, der was einen Drescher hat, fährt einfach zum Traktor hin und dann bongelt er ab. Oder wenn er halt vorbeifährt, Rohr auf, abbunkern, weiterfahren. Egal wie voll. Oder wäre das was? Überleg. Wenn man guckt, dass man immer beieinander dreschert, dann hat Öl das auch einfacher. Das auch, ja. Ich glaube, das wird, also das geht definitiv, aber es wird ein bisschen eng, weil... Ja, sonst holen wir noch ein oder zwei Kipper, wir haben ja eh genug. Ja. Soll dann ich die Bahn wieder runterfahren und du spielst dich einfach am Vorgewende, solange bis dass ich wieder da bin? Gehen wir auch mal, ja. Ich habe jetzt 56%. Schauen wir mal. 56. Nicht so schnell, nicht so schnell. Ich hatte gerade den Leck des Todes. Eieiei. Warum hast du hier eigentlich Hafer angesät? Warum nicht? Ja, für was? Wer frisst das? Schrot. Getreideschrot. Schweine. Okay. Ja, das mit dem Getreideschrot, das vergesse ich einmal, dass man da alle drei Komponenten braucht. Na, definitiv braucht man alle drei. Na, da kennen wir auch einer, der hat das auch vergessen. Ja. Und dann hat er das Ganze aufgegeben. Gut, bin leer. Zurück, dann kannst du 85%. Hey, was war denn das? Du bist im Kontakt eingehängt. Oh, das sehe ich von da nicht. Aber in Wirklichkeit für die lange Bahn, für mich reicht es, wenn du einen oben und einen unten hinstellst. Ja, das hat so ein bisschen die Schwierigkeit. Jeder Drescher kommt anders weit. Ne, normal sollte er gleich sein. Ziemlich. Ja, voll. Welches Fahrzeug kann ich nehmen hier, Iltis? Das, was da vorne noch steht bei Marx altem Hof. Ist mir egal, Hauptsache du kommst. Ne, ich bin schon da gleich. Nur das mit dem grünen Hänger, also das. Oder? Ja. Ja. Haben wir Manuels Abbunkern drauf? Nee. Mm-mm. War mal ganz kurz, aber irgendjemand aus der Charge hat einen Fehler. Okay. Ich an dem Tag drauf gemacht hatte. Ich sehe, ich muss gleich mit dem hier auch nochmal tanken fahren. Ah, weil für heute könnte es reichen. Wo möchtest du das Zeug hin haben dann? An Hof runter. Ja, hast du dann Silo oder? Genau. Fahrsilo oder? Nee, nicht in Fahrsilo. Ja, irgendwo auf dem Hof. Ja, du warst ja bei mir schon auf dem Hof. Du fährst in den Hof rein, du fährst rechts am Kuhstall vorbei, also hältst also dich auch direkt nach der Hofeinfahrt rechts, fährst rechts den Weg entlang der Hallen und dann kommst du eh automatisch direkt über das Gitter, wo du abkippen kannst. Mhm.
So, und im Endeffekt nimmst du einfach irgendeinen Schlepper, der gerade frei ist. Ja. Wie voll bist du? Wollen wir kurz ganz leer machen? Immer mal 4000 Liter. Und dann fahre ich das mal kurz direkt heim. Was bin weg leer. Ist, ist weg. Also ich finde, der Maisstreifer hier, der hat schon was. Ja, also gerade wenn man jetzt hier wie ich zwischendurch fährt, sieht auch cool aus. Wer auch immer den da hingesät hat. Wer war es wirklich? Ja, ich habe einen Namen vergessen. Hieß der zufällig Iltis? Indirekt, ja. Christian, schaffst du eine Bahn komplett wieder hoch? Nicht ganz. Also jetzt würde es gehen, weil ich habe die Fahrgasse dabei, aber sonst nicht ganz. Okay. Na, ich stelle mich dann oberhalb, unten hast du ja gerade einen Hänger hingestellt. Ja. Ich schätze, wenn, ist ja nur der oberste Teil des Ackers ein bisschen länger, wenn man da hinten ein bisschen vorgewendet rischt, dann ist der Teil ein bisschen kürzer, dann passt es genau. Ich habe mir gern bei 95% oder sowas jetzt einfach eine Line quer gemacht. Das kommt sonst ja auch immer mit der Schmattendprobleme bei schrägen Enden. Ja. So. Ah ja, weil du gefragt hattest, Christian, zwecks Getreideschrot und so. Und davor ja. Mais. Also das meiste wird gehäckselt. Aktueller Plan ist, das neue Feld 28 zu häckseln und dann 37 und 53 mal schauen. Je nachdem, wie viel das große Feld halt ausgibt, ob man dann die zwei kleinen beide dreschen oder nur eins davon. Dann haben wir noch mal ein bisschen CCM-Nachschub und allgemein haben wir dann diesen Herbst nicht ganz so viel CCM. Wir haben noch ein bisschen übrig von letztem Jahr. Und dann gibt es halt für die Schweine einen Winter über, diesmal dann ein bisschen mehr Getreideschrot und weniger CCM. Und an der Stelle 15 km/h am Dreschen. Vielen Dank an alle Mitglieder hier. Ehrlich. Grüße gehen raus. An sehr, alle sehr. Betriebshelfer und Lohnnehmer wollte ich sagen, genau. Gibt ja so, auch noch da. Hobbyland würde dies hier nicht auf die Tafel geschafft haben, genau. Ja, anheben wäre super. Du kannst doch, genau, ich komme dazwischen. Ne, bleib stehen. Was haben wir denn? Ja, willst du mir gleich das Rohr runterfahren? Zack, Rohr abgeknickt, Maxi Drescher her. Hab ich dich weggeschoben, oder was? Du hast mich weggeschoben, ja. Es sind immer die bösen Abfahrer hier. Stimmt's, Patrick? Was? So schnell leer? Das ist ja nicht fair. Ich glaube, da war nicht viel drin. Stichst du ein? Oder fährst du hier? Oder was machst du? Ich glaube, es sagt gerade nichts.
Sorry, einmal Abteile hier. Okay. Wenn du auf der anderen Seite fahrst, hast du das Rohr in und dann kann Andreas dann abfahren, wenn du es jetzt schaffst bis ganz runter. Stimmt eigentlich, ja. Achso, die andere Seite. Du kannst doch links hier fahren, du hast doch hinten einen leeren Hänger stehen. Ja, genau. Rückzu, ja. Hole ich dich hier einfach wieder ab. Auf der. Ne, ganz links. Ne, ne, das passt doch. Ich fahre da hinterher. Ja. Na, Rückzu komme ich dir zur Not entgegen. Achso, Christian, ich habe übrigens so eine kleine Grafik gemacht, speziell für unsere Fruchtfolge hier am Hof. Okay. Die kann ich dir mal noch schicken. Ja. Ist ein bisschen variabel. Also nach Mais kann irgendein Getreide folgen. Hafer, Gerste oder Weizen, das wäre egal. Ja. Aber es ist halt genau auf die Früchte angepasst, die wir so allgemein am Hof brauchen. Mhm. Und dann macht es dann halt auch oft Sinn, irgendwie direkt nach Mais das Feld aufzuteilen. Weil, weiß ich nicht, so viel Mais wie wir haben, brauchen wir kein Gerste, kein Weizen und kein Hafer. Würdest du da eigentlich das Feld dann wieder für beim Mais zusammenlegen oder bleibt da für immer so ein kleiner Wiesenstreifen zwischendrin? Oder ja, ein Bracherstreifen? Nö, ich würde, wenn hier wieder Mais reinkommt, würde ich komplett das ganze Feld machen. Okay. Aber bis wir was säen können, dauert ja noch ein bisschen. Ja, wo bleibt die Beinpresse? Wollte auch nur sagen, in der Zeit, wo ich hier warte, hätte ich ja auch schon außen rumfahren können. Ja, Patrick hat vorher gemeint, er findet es nicht so toll, wenn ich mit Pressen anfange. Da hat möchte Slalom fahren? Da hat er gerade 20 Meter gedroschen. Ja, das Thema ist halt auch, ja, im Drescher liegen dann halt einfach die Ballen im Weg. Ja, da kann man ja einen Trecker nehmen, wo vorne auch noch was dran ist, wo man Ballen bewegen kann. Kannst auch automatisches Ablegen ausschalten, dass du es halt nur da ablegst, wo du nicht im Weg bist. Nee, Quaderballen. Ach so. Ja, da kann man... Ja, das gleiche, vorausgesetzt, es hat jemand eine Quaderballenpresse. Zu mir wäre bis jetzt keine bekannt. Patrick, lass dir mal ein bisschen Zeit. Ich will auch hinterherkommen. Ja, das war jetzt nur wegen der Fahrgasse. Ja, aber du ziehst da ja, die Bahn runter. Ich werde immer langsamer und dann hat er schon abgeladen und fährt schon weiter und ich bin noch nicht mal da. Ich warte auf die. Und jetzt schnappt er sich auch noch die kürzere Bahn. Ja, er wird auch hier hochfahren, dass er es auf der Innenseite hat. Ja. Ja, klar, aber so. So gesehen hat er jetzt hier einen längeren Teil erstmal. Ich fahre eh auf Anschlag. Ist gleich voll oder wie? Nee, 80% geht noch. Aber drehst du auf Anschlag? Ja. Mit 210% sind wir alle. Immer Volllast. Immer Volllast. Immer rot. Nicht, dass der einschläft.
Gerade bei eigenen Feldern mit. Du musst so einem Schneidwerk hochmachen, nicht das Stroh hier wieder aufsammeln. Ja, ich verstehe es auch nicht, warum dass ich jetzt auf Schneidwerk sprengen muss, dass ich hochmachen kann. Normalerweise immer so, es ist egal, wo ich bin und ich kann es hochmachen. Ja. Es gibt eine Mod, die verhindert es. Ja, leider. Den Spielspaß. Und der lädt so langsam ab. So, Abfahrt. Na, ich fahr noch mal kurz zum anderen Trail. Achso, der ist gar nicht gefahren. Na, dann fahr ich heim. Das dachte ich, ja. Kann ich kleinen Anhänger voll machen lassen, aber gut. Ein bisschen Abstand muss schon sein. Nee, aber. Ach so, in der Staubwolke. Aber du ziehst mir davon. Also bisher war er ziemlich genau gleich auf. Mal so, mal so. Schon? Ja. Sind teilweise mit drei Drescher gefahren und die sind alle gleich schnell gefahren. Mhm. Nee, aber zwecks Dreschen, wir machen das Feld, das nächste Feld und dann das dritte Feld. Das nächste Feld. Und dann ist Dreschen abgeschlossen, dann kann einer die Presse nehmen. Die noch nicht vorhanden ist. Ja, nee, wir kaufen uns keine Quaderballenpresse. Entweder hat einer eine zum Leihen oder wir machen dann halt doch Rundballen. Kann eigentlich das Lager ganz hinten nur Quaderballen oder Rundballen auch? Nee, nimm beides an. Okay. Ja, weil eigentlich nur Quaderballen drin liegen. Ja, das ist halt. Das Anzeige. Ist nicht flexibel in der Anzeige, so gesehen. Okay. Ja, dann machen wir Rundballen, wenn wir eh alles haben. Rundballen können wir auch einlagern in das Lager neben den ganzen Fahrsilos. Ja, mach mal Rundballen. Warum Quaderballen? Größer. Größer und mit dem Teleskoplader einfacher zu laden. Ja, müssen wir halt mit unseren Anderson fahren. Ja. Was hammern? Bisschen was anderes ab und zu. Genau, also wollte ich ja sagen, einer nimmt die Presse, einer nimmt einen Teleskoplader, einer nimmt einen Tieflader und der andere kann einen Anderson nehmen und dann können wir dazu viert Ballen machen. Außer Patrick sagt hier, ich habe noch drei weitere Felder, dann dreschen wir heute voll durch und machen morgen die Ballen. Noch ein egal, wir können auch das auf heute und morgen verteilen. Ja. Kann auch noch ein Feld dreschen. Ja, können wir dahin. Was hast du denn noch zu ernten? Ich habe noch die 147 und die 68. 147. Ist ja ganz woanders. Das sind ja alles so große Schläge. Ja, kleine Felder gibt's ja nicht, da kannst du lang suchen. Ja, direkt voraus. Direkt voraus. 4 Hektar, ist auch nicht so klein. Ja, eh, für unsere Verhältnisse zu Hause nicht, aber im Spiel. Also, wenn wir so ein 4 Hektar Feld hätten, was jetzt gedroschen werden müsste, hätte ich gesagt, so, ich nehme den Drescher und dresche mal dieses Feld. Dass ich den Parktrick nicht behindere. Wieso? Du fährst doch eh langsamer, von dem her rückst du nicht auf die Pelle. Wie viel Prozent bist du jetzt?
75. Hm? Hast du gesagt, die 68? Ja. Ja. Und die 147. Und du? Ja, das passt ganz gut auf der. Jetzt gerade 80. Bei der 147 habe ich eh meinen Dreck. Ich habe 81. Da kann ich nebenbei ja anfangen, da zu ernten. Hast du Hof? Ja. Übers Ziel hinausgeschossen. Mhm.